Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 auf Seiten der Sowjets. Und genau, wir gehen jetzt heute nach Griechenland. Ich nehme das direkt nach dem letzten Part auf. Also wenn ich jetzt, ich lade das quasi nächste Woche erst hoch, sozusagen. Und deswegen kann ich noch nicht auf eure Kommentare eingehen. Ja, aber das ist, glaube ich, mal nicht so schlimm. Ich spiele es hier einfach weiter und es geht nach Griechenland. When you kill one, it is a tragedy. When you kill 10 million, it is a statistic. They call me killer, but I live only to serve the people. And the people's history will judge me. Where the Romans failed, I will succeed. Russia's borders will stretch from coast to coast. For a united Russia is our destiny. Those lands were taken away by corrupt Tsarist diplomats and criminal military officers. They were the enemies of the people. But enough of this. You have served me well. Continue to do so. And your future is as bright as the star of the Soviet Union. As a reward for your service to the people, I wish to promote you. Your first order as field captain is to proceed to Colchis Island. We need the ore there for a special project. In addition, we need to capture the Allied communications center. We must know what those Allied dogs are up to. Godspeed. Do what you must for the people. Ach wie krass einfach nur. Schon wieder eine Cutscene, wo ich die erste Hälfte nicht noch nie gesehen habe. Weil das wird in der deutschen Version einfach so nicht gezeigt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es auch nicht. So, ich muss das jetzt erstmal abspeichern und genau, das passt. Sehr schön. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an hier. Wie gesagt, also dieser erste Dialog, die erste Hälfte von der Cutscene, gibt es auch nicht auf der deutschen Version. Ich weiß nicht, warum die das rausschneiden. Das... Einer... Ach, das war der Flieger, okay, ich dachte schon. So, gucke ich nochmal, ob der aufnimmt, der nimmt weiter auf, sehr schön hier. Weil ich habe gerade eben wieder aus Versehen die Leertaste gedrückt und das kennt man ja, ne? Wenn man die Leertaste drückt, dann... Das ist mein Shortcut für die Aufnahme. So. Aber das hat uns jetzt erstmal nicht mehr zu interessieren. Wir machen jetzt einfach mal weiter hier bei den Sowjets. Und diese Mission, die ist richtig schwer. Richtig schwer. Also hier muss man echt aufpassen, wie man das Geld ausgibt, was man hier hat. Weil ich sag mal eins, das Geld ist nicht unendlich. Wow! Okay. Oh Gott, da bin ich anscheinend in irgendwas reingeraten hier. Oh Mann, oh Mann. Ja, die Einheiten, die sind jetzt gleich weg. Was so. Aber das geht sehr gut, okay. Dann, Kaserne. Und Waffenfabrik, zack. Und, hier ist auch die erste Mission, wo wir zum ersten Mal U-Boote bauen können und wo wir zum ersten Mal die alliierten Schiffe gegen uns haben. Ja, das ist natürlich ein bisschen suboptimal, aber okay. Da müssen wir halt als Russe durch. Das ist leider so. Und die Manneken können wir hier verteidigen. Meine Basisverteidigung besteht jetzt aus diesen 5 Manneken. Das ist einfach nur krass. Okay, dann schaue ich mal ganz kurz. So. Alles klar. Dann kann es mal weitergehen. Wie gesagt, also wie sich der Stalin da aufregt, dass die Alliierten einfach alle nur korrupt sind und Arschlöcher und so.
gibt's auf der deutschen, gibt's in der deutschen Version einfach nicht. Es ist schade. Es ist wirklich schade, weil da würden echt elementare Bestandteile dieses Spiels einfach so rausgenommen. Wo ich mir denke, hallo, geht's noch? Naja. So, wir sammeln jetzt erstmal hier die Edelsteine, weil wir haben keine Kohle mehr, wie ihr seht. So, und das müsste jetzt eigentlich ein bisschen schneller gehen, weil wir müssen uns ziemlich beeilen in dieser Mission, weil, seht ihr hier? Hier ist das Radar, was wir einnehmen müssen. Ja, wir müssen ein Radar einnehmen. Und, hier ist ein MBF, mobiles Baufahrzeug. Das heißt, wenn das auf die andere Insel übersetzt, haben wir ein Problem. Weil dann baut der jede Menge Scheiße da unten auf und da, das müsste eigentlich verhindert werden. Aber ich glaube, man kann das nicht verhindern. Ich weiß zumindest nicht wie. So, Moment, ich baue mal noch ein Kraftwerk hier. Der kann jetzt mal hier sammeln, so. Ich weiß nicht, wie man das verhindern kann. Also, nach einer gewissen Zeit fährt der halt einfach, lädt er sich halt einfach in so ein Boot ein und dann fährt er los. Noch steht er da. Das Blöde ist halt, wir können keine Mix bauen. Wenn wir Mix bauen könnten, würde ich jetzt einfach 5 Stück hier hinschicken und das Ding kaputt machen, aber das wird so leider nicht funktionieren. So, der ist da, der ist hier unten. Wieder dieser geile Soundcheck hier. So, dann nimm einmal noch mal eine Werkstatt, weil die brauchen wir. Ich glaube, in 5 Minuten oder so ist das Ding weg. Dann landet dann. Hier ist nämlich die Insel. Und. Oh! Was macht der denn? Okay. Nerv nicht. Junge. Einfach drüber fahren. So, weg damit. So, Raketenwerfer für die Infanterie, die da immer kommt. Und die Werkstatt kann nur hier hin. So. Dann werde ich mich auch gleich auf See wagen. Das heißt, U-Boot-Werften bauen. Aber ich... Ja, komm. Kommt. Das machen wir mal. U-Boot-Werft. Und ich befürchte nämlich, sobald ich die da hinbaue, ist da direkt einer, der mich da abfacken will. Ja. Ich glaube, das ist so hier in der Mission. So, also wir dürfen halt keine Ressourcen hier verschwenden. Überhaupt nicht. So, direkt U-Boot, komm. Direkt U-Boote. Und Raketenwerfer, komm. Nein! Hier ist keiner, der mich abfuckt. Aber! Scheiße, der ist schon weg. Ah, der ist schon weg. Ich glaube, ist das, sobald man eine U-Boot-Werft baut? Ja, jetzt müssen wir uns nämlich beeilen. Aber wir können hier nirgendwo anlegen, das ist das Problem. Wir können nirgendwo anlegen. Der ist schon drüben. Shit. Ja, jetzt baut der natürlich wie verrückt sich da auf, ey. Oh Mann, das wird ein Akt jetzt. Nein, bauen einen Panzer, komm. Schwerer Panzer. Und Flammentürme mal. Wobei wir davon hier nicht so viele brauchen werden. Nee, Quatsch, brauchen wir nicht diesmal. Flugzeuge brauchen wir auch nicht. Ich konzentriere mich jetzt rein auf Panzerbau. Weil ich habe die Mission schon mal gespielt. Zwar nicht jetzt, aber vorher schon. Und da habe ich draus gelernt. Wir brauchen hier keine Verteidigung. Und wir brauchen hier keine Flugzeuge. Wir brauchen hier einfach nur Panzerkraft, U-Boot-Kraft und, was war es noch? Ja, Transporter halt, um die Panzer darüber zu bringen. Und, ja, noch ein U-Boot bitte. Jetzt haben wir 3 Stück schon. Aha! Seht ihr das? Den meine ich. Diesen Abfucker hier. So, dann mach den mal kaputt bitte. So, und zack. Sehr schön. Weg damit. Sehr gut. Und ich guck nochmal. Ja, der nimmt nach wie vor auf. Also, ich glaube, das mit dem Aufnahmen-Cut, das ist eigentlich echt immer, wenn ich damals die Leertaste gedrückt habe, weil da mein Shortcut drauf ist. Genau. Ja. So, dann haben wir jetzt, zack, ein U-Boot noch und ein Panzer. So. Genau, dann war es das eigentlich auch schon. Also eine Riesenbasis werde ich jetzt nicht aufbauen, weil, wenn wir das hier oben platt gemacht haben, ist die Insel auch uns. Das heißt, dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen vor Landangriffen. Deswegen baue ich hier auch keine Verteidigung auf. Fahrt ihr mal bitte hier oben schon mal hin. Und ich glaube, wenn ich dann das eine U-Boot da noch habe, dann reicht das erstmal. Weil ich brauche jetzt mehr Panzer. Aha! Seht ihr das?
Da sind schon mal so zwei Vorleute. Ich weiß nicht, ich habe das Wort vergessen. Ach, so zwei Späher von dem, ey. Ja, so. Der kann sich mal reparieren fahren, bitte. Und einfach weiter Panzer bauen jetzt. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ich nehme mal meine 5 U-Boote mit. Und schau mal hier ein bisschen rum. So, weil der hat sich jetzt nämlich schon da breit gemacht. Ich baue aber mal gleich ein Flugfeld. Komm, bau es. Ein Flugfeld, um zu sehen, wie weit der schon ist. Also ich kann ja die Spionageflugzeuge einsetzen und die werde ich auch brauchen, um zu sehen, wie weit sich der Penner schon ausgebaut hat. Ja, wieder kein Geld. Blöd. Doof. Macht mal schneller, ihr Sammler. So, ich würde sagen, ich speichere das nochmal. Mission 5. Ah, ist klar. Schaue ich nochmal hier. Ja, das passt. Ja, wie gesagt, ich habe die Musik jetzt ein bisschen lauter gemacht, dass ihr die auch hören solltet. Was kommt hier unten hin? So. Brauche ich eh nicht für Flugzeuge. So, einfach Panzer. Einfach Panzer. Ah, was kommt da? So, weg damit. Wow. Okay, und der kitet mal bitte. Ah, shit. Oh Gott, 3 Zerstörer. Alter Schwede. Ja, gut. Ihr sollt beide schießen. Was macht ihr denn? Verdammt nochmal. Alter! Das ist jetzt nicht sein Ernst, ey. Oh, Mann. Was war das denn? Der hat's mit Dieben versucht, okay. Krass. Auch nicht schlecht. Wollte er mich beklauen? Auch geil. Ah, jetzt kommt er mit seinem scheiß Schiff da angeschissen. Ich glaub's nicht. Mann, die Sammler, die sammeln aber auch weit weg, Mensch. Sammeln doch mal hier. Menno. Boah, der kommt nämlich jetzt da angeschissen. Und bevor der einmal schießt, macht ihn weg. Sehr schön. Das war's. Sehr gut. Okay. Dann warte ich jetzt mal auf das Spionageflugzeug, weil ich weiß, dass der ungefähr hier seine Basis aufbauen wird. Und das wird nicht ohne. Der wird allen möglichen Scheiß da aufbauen. Panzer, Geschütztürme, Raketensiros, alles, was mich irgendwie nerven kann. So, dann gehen wir hier hin, bitte. Oh. Das müsste hier sein, oder? Ah, shit. Der baut schon. Alles klar. Ich muss mich eigentlich echt beeilen. Aber der hat mir... Alter, wie viele Schiffe, ey. Der hat mir hier alle U-Boote weggehauen. Das ist das Problem. Das kriegst du noch. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir wieder 3 Stück. Die können mal hier oben hin. So. Ich muss die Angriffe abfangen. So. 4 Panzer, 5 Panzer, 2... Aha! Da ist ein Sammler von dem! So, weg damit! So, dann wartet mal hier auf den Angriff. Der wird jetzt nämlich kommen. Ja, der hat alles anvisiert, was er hat. So, dann bereitet euch mal darauf vor, dass ihr dem jetzt mal in den Arsch treten könnt. So. Oder was? Was ist los? Da kommen sie. Ja gut. Weil es nur 2 Manneken sind, mein Gott. So, ein U-Boot noch. Dann haben wir es erstmal. Raxirus, okay. Schafft ihr das, Raketen? Ja, sehr schön, ey. Sehr nice. Ah, der muss... Fahr da drüber, komm. Und so. Das war's schon. Okay, geil. Ja gut, dann macht ihn platt. Ah... Ah, jetzt kommt er. Mit Panzern. Ah, doof. Egal. Die Raketen treffen, das ist schon mal gut. So. Sehr schön hier, ey. Richtig gut. Mach den kaputt, mach den kaputt, mach den kaputt. Der überlebt das nicht. Sehr schön. So, dann habe ich hier wieder meine 5 U-Boote. Team 2 wieder und weiter geht's. So, Panzer. Ganz wichtig jetzt, Panzer. Weil der... Der kriegt hier auch irgendwie 2 Spawner noch dazu, sobald er sich auf der Insel breit gemacht hat. Ja, der kriegt da noch Spawner und alles. Das ist ja das Unfaire daran, ey.
So, was? Ah. Okay, gut. Habt ihr gut gemacht, Raketen. So, weiter geht's. So, Chef, weg. Weg damit. Schieß doch mal alle, Mensch. So, weg damit. Weg. So, sehr schön. Was gibt's denn hier, hä? Na, egal. So. Ein Panzer. Na gut, das muss halt jetzt nach und nach alles kommen. So, ich nehme mal, guck mal. Ja, passt. Sehr schön. Ich muss aber nochmal gucken, wegen der Aufnahme, weil meine Festplatte ist nicht die größte. Und deshalb kann ich nicht unbegrenzt aufnehmen im Voraus. Das geht leider nicht. So, positioniert euch mal schön drumrum. Und schießt. Weg damit. Boah, die sind so stark von denen. Bei mir haben die immer 3 Schüsse gebraucht oder so, um ein U-Boot zu killen. Und hier geht's mit einem Schuss fast. So, weiter geht's. Der baut irgendwie noch nichts, ne? Der baut noch nicht so viel. So. Ah! Was? Warum taucht der auf, der Idiot? Nur mit Idioten hier zu tun, ey. Mann. So. Gut. Oh, noch einer. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, komm, ein bisschen kiten. Bisschen kiten. Und da drauf. Alter! Da schießt aber auch immer nur einer drauf. Boah, ey. So. Weg. Nächste Panzer. Macht das mal weg hier. Komm. So. Ja, das zieht nicht viel. Das zieht nicht viel, leider. Alter, der ist voll. Das gibt's hier wohl nicht. Na, der ist weg. Tschüss, U-Boot. Einfach mal so, ey. Einfach mal so. Naja, egal. Boah, ich habe 4 Panzer hier, geil. Okay. Ich glaube, dann kann ich auch gleich loslegen. Nachdem baue ich noch einen Raketenwerfer und dann passt das schon so. Keine Verteidigung aufgebaut, aber trotzdem habe ich hier Geldprobleme. Das ist so blöd. Aha, Diebe. Was? Fahr den mal kaputt. Oder so. So. Ah, ich habe noch Spionageflugzeug. Erkunde mal hier bitte.